Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute reden wir mal über meinen gesammelten Müll vom letzten Monat. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier ist alles Mögliche drin, vor allem Beauty, aber das ein oder andere Haushaltsprodukt hat sich natürlich auch mal rein verirrt. Eigentlich packe ich keine Haushaltsprodukte rein, es sei denn, ich habe da irgendwie eine Emotion zu, die ich euch mitteilen möchte. Wie zum Beispiel bei diesem wundervollen Küchenreiniger von Domol. Ich finde es einfach, ja, ich mag den. Ich finde den gut, ich kaufe den immer wieder nach. Ich kann den auch wirklich empfehlen. Ich finde den super für die Oberflächen. Ich finde, der klebt nicht, der macht alles irgendwie toll und sauber. Und ich fühle mich damit wohl, wenn ich halt die Küche so gemacht habe und damit dann über alles so drüber gehen kann und alles halt diesen sauberen Geruch bekommt. Das kommt einfach ganz gut. Ich mag den, ne? Reinigt und desinfiziert scheinbar auch noch. Also reinigt, klar, aber dass er da auch noch desinfiziert, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Kann ich sehr empfehlen. Noch was aus der Drogerie. Oh, das habe ich gekriegt von Jasmin. Das war so gut. Also Kneipp kann jetzt wirklich einpacken, bin ich ehrlich. Denn Alverde, das verwöhnte Salzölpeeling mit Bio-Sanddorn, hat Kneipp vom Krönchen gestoßen. Das, also ich wusste nicht, dass Sanddorn so gut riecht. Oh mein Gott, das riecht so gut. Oh mein Gott, ich hatte Sanddorn immer irgendwie so bitter in Erinnerung. Ich weiß gar nicht warum. Und habe auch gedacht, als sie mir das mal geschenkt hatte, so, ob ich das mag. Aber dann habe ich das angewendet. Und erstmal, als ich das Pöttchen schon aufgemacht habe und dieser Duft rauskam, war das so ein Wow. Und als ich das dann noch so als Peeling, und das hat richtig schön gepeelt, ne? Das war also der Hammer, Leute. Also guckt euch das definitiv an. Ich habe jetzt so viele Peelings in letzter Zeit auch ausprobiert, wo ich dann auch super viele aussortiert habe. Ich habe euch das in meinem Flop-Video auch gezeigt. Und deswegen war ich auch super skeptisch, als ich das dann aus meiner Backup-Kiste geholt habe. Ne? Aber ich glaube, das kaufe ich mir echt sogar selber nach. Ich habe noch so viele Peelings. Trotzdem, das ist großartig, Leute. Dann habe ich hier von Sol de Janeiro heute Morgen noch aufgebraucht. Von Sol de Janeiro, Brazilian Crush 32, ist oder dieses Cheirosa 32, sind die 30 Milliliter davon. Ne? Und das ist ein schönes Bodyspray. Ich finde das, also ich benutze das super gerne und ich liebe den Duft. Ich habe auch aktuell die Sonnencreme davon in Anwendung und ich finde das großartig, wenn ich das so auf der Haut habe, über einen Tag das einfach nochmal mit dem Duft hiervon auffrischen konnte und so. Und gerade im Sommer mag ich auch gerne diese leichteren Geschichten, ne? Aber ich muss gestehen, dass ich mir den nicht nachkaufen würde, weil ich einfach finde, dass er dafür einfach nicht lang genug hält. Das ist sehr, sehr traurig, auch wenn ich den richtig großartig finde. Also ich stelle mir den auch zur Seite, weil ich sammle natürlich auch dieses Jahr wieder meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik. Ne? Jetzt gerade auf den Fingern trage ich das hier von Rival Loves Me Eternal Sun. Da konnte ich jetzt zwei Nagelfoliengrößen davon nicht verwenden, weil die mir einfach viel zu klein waren. Die sind mir generell zu klein. Also ich, ja, ihr seht es hier, ne? Ich habe die vor, ja, nicht ganz 24 Stunden drauf gemacht, war, ich habe gelebt mit ihnen, ich habe die Spülmaschine ein- und ausgeräumt, ich habe, im Garten war ich auch damit, ne? Ich habe gebrödelt und alles Mögliche gemacht, klar. Und ja, dafür haben die aber eigentlich ganz gut gehalten. Also sie lösen sich jetzt schon so ein bisschen, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man die halt sich kauft, dass das etwas sein könnte, was man sich drauf macht für ein ganz bestimmtes Event. Und danach muss es halt nicht mehr so gut halten. Wisst ihr, was ich meine? Sun Reactive. Nee, also das hat auch nicht seine Farbe irgendwie in der Sonne verändert oder so. Naja, dann mache ich mal weiter mit, komm, jetzt machen wir mal Dalton. Denn ich habe, ich glaube auch aktuell, ja, müsste ich noch, ne? Beauty Claudi, 20% Rabatt bei Dalton, gönnt euch hart. Habe ich jetzt aktuell den Code und ich habe natürlich einiges aufgebraucht. Es ist meine liebste Hautpflegemarke einfach, weil die Produkte bei mir sehr gut funktionieren. Nicht alles aus dem Sortiment funktioniert, aber ich zeige euch hier natürlich die Produkte, die ich aufgebraucht habe, die dann auch dementsprechend funktioniert haben. Die Algar Glow Maske kann ich euch extrem empfehlen. Das ist die Aloe Vera Maske. Die ist einfach sehr, sehr schön kühlend. Ich hatte die auch verwendet, als ich meinen Rückensonnenbrand hatte, habe die da drauf gemacht. Das war ein Traum, Leute. Ich sag's euch, das hilft, dass die Haut, die verbrannt ist, was sie eigentlich nicht sein sollte, weil ihr Lichtschutzfaktor verwenden sollt, aber wenn man es mal vergisst oder so, ne, das hilft einfach, dass die Haut regeneriert und kühlt und sich nicht irgendwie so ganz komisch abschält. Klar, es hat sich irgendwann natürlich gepellt, aber es war halt bei weitem nicht so, wie das sonst auch gerne mal bei mir funktioniert, ne, um das mal so zu sagen. Ansonsten habe ich die halt einmal wöchentlich halt, ich habe jeden Morgen immer so eine Crememaske bei mir stehen und ja, die habe ich an einem Tag gemacht, dass ich die morgens drauf gemacht habe. Super angenehm, absolute Empfehlung im Sommer und diese ganze neue Linie von denen
Ocean Elements heißen die, genau. Ist halt auch einfach erschwinglicher als halt in Relation zu den Standardsortimentprodukten, die die halt so haben, weil du hast in diesen Tuben allein schon 75 Milliliter drin, also da ist schon mal mehr drin und die Preise sind halt auch wirklich niedriger, ne? Also dass man halt das so ein bisschen als Einstieg nehmen kann, zum Beispiel kann man das auch hier mit der Slow Aging Retinol Creme machen, dass man da einfach mal guckt, inwiefern man überhaupt diese Wirkstoffe in die Pflege integriert haben möchte und wie einem die Dalton-Produkte so gefallen. Also kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr noch Anfänger seid, wenn ihr schon etwas fortgeschrittener seid, was halt dieses ganze Wirkstoff-Game, nenne ich es jetzt einfach mal, angeht, würde ich euch empfehlen, dann auch eher die reinzunehmen oder die High Concentrates zu nehmen, die dann auch etwas höher konzentriert sind, weil zum Beispiel hier in der Retinol-Creme haben wir auch nur einen relativ geringen Anteil von Retinol mit drin gehabt, sodass ich die jetzt auch im Hochsommer abends gut verwenden konnte. Also ne, ich mag Retinol, meine Haut liebt es und das ist halt eigentlich eine ganz gute Geschichte, entweder für Retinol-Anfänger oder halt für diejenigen, die im Sommer auch gerne Retinol verwenden möchten, aber halt jetzt nicht ein hochkonzentriertes Serum, weil das für die Haut halt so eine Sache ist, ne? Das wird dann halt sehr lichtempfindlich alles. Die mochte ich übrigens richtig gerne. Also ich hatte erst ein bisschen Bedenken, hatte auch auf dem Event extra nochmal mit meiner Ansprechpartnerin gesprochen und sie halt gefragt, Mensch, wie sieht's aus, ne? Sensible Haut und so, helle Haut, transparente Hautteint, kann ich die wirklich so verwenden und wann und wie am besten und so. Also da habe ich mich echt nochmal intensiv informiert und da sagte sie auch, nee, alles gut, Claudi, das ist halt nicht so hoch konzentriert wie in den High Concentrates, deswegen ist es halt auch ein bisschen günstiger und ja, halt für Anfänger ganz gut geeignet oder halt für sehr krasse Sensibelchen. Ja, dann habe ich hier noch eine Mascara aufgebraucht und zwar die Firework von Maybelline. Die habe ich eben gerade, als ich dieses Schminkvideo für meinen aktuellen Look gedreht habe. Und ich habe am Ende ein Spray benutzt, was ich definitiv aussortieren muss, weil mein Make-up löst sich. Das ist so blöd, Leute, ich sag's euch. Und naja, ich habe es eben noch ein bisschen gerettet, ne? Aber ich musste auch bei der Mascara nochmal ein bisschen nachlegen, weil die jetzt echt krass hier oben abstempelt. Da habe ich ja halt die Firework hier von Maybelline genommen. Die hat sowieso schon ihre letzten Züge gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, dann noch in dieser ganzen Konstellation mit dem Spray und so, das war nicht so die beste Idee des Universums. Aber trotzdem, ich mag sie sehr gerne. Und dann habe ich hier noch etwas, das hat Sarah Isabel mir mal irgendwann geschenkt. Von Dracul Moon, das Busy Honeybee verdiente Verwöhnpause Handcreme Produkt. Das war so gut, hat mir richtig gut gefallen, hatte ich am Bett stehen und die hätte ich mir aber auch überall hinstellen können, weil die einfach klasse ist. Die ist so schnell eingezogen und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ich mag das einfach, wenn ich Handcreme verwende und ich direkt halt irgendwas anderes, Busy Honeybee, weitermachen kann. Und das konnte ich mit dieser Handcreme echt gut. Also hat mir vom Duft gefallen, von der Pflege hat sie mir gut gefallen. Die hatte auch wirklich eine intensive Pflege. Das war jetzt nicht so eine super krass fettige, reichhaltige Geschichte, ne? Also wie man das halt sonst so vielleicht von sehr intensiv pflegenden Handcremes kennt. Aber die hat schon gut gepflegt. Ich mochte die. Also schon schön. Hier packe ich noch ein paar Produkte zur Seite, weil hier ist irgendwo noch das weitere Produkt davon. Ach, das buddel ich einfach raus. Ich habe nämlich die Haarpflegelinie von Wylia gemacht. Hatte ich mir mal im Bundle bei Look Fantastic bestellt. Das ist dieses hier. Da habe ich Shampoo, Conditioner und ja, das ist eine ganz tolle Idee gewesen, jetzt das mit beiden kleinen Fingern gleichzeitig zu machen. Wer soll das denn halten, Claudi? Haarkur habe ich leer gemacht. Ist halt für feines Haar gewesen, die Linie. Alle für feines Haar? Du auch? Du warst für feines bis Medium Haar, genau. Hat mir echt gut gefallen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Haarpflegelinie. Ich glaube, Kati Contra Junkie hat mich darauf gebracht, ne? Die hatte da immer wieder von geschwärmt und wir hatten in Adventskalendern auch irgendwann mal so kleinere Geschichten von Y mit drin. Und ja, dann hatte ich mir das bestellt. Das ist nun mal eine pricey Geschichte, ne? Aber das ist eine sehr, sehr gute Haarpflege. Also mag ich wirklich gerne leiden. Wenn ihr das vergünstigt haben wollt, guckt bei Look Fantastic vorbei. Da könnt ihr mit Claudi Welt sparen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Y Haarpflege. Bei dem Shampoo habe ich sogar noch Wasser reingefüllt. Also das hier unten drin ist kein Rest Shampoo, das ist Wasser, weil ich wollte den Rest vom Schützenfest aus dem Shampoo rausbekommen und mega. Dann machen wir hier mal weiter. Ich habe euch eine Maskenwoche online gestellt. Ups, die dürfte auch schon online sein. Ich muss nur mal gucken, dass ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Das sind die Rossmann-Masken gewesen. Die habe ich euch komplett in einem Video entsprechend gerankt und habe euch da ein bisschen mehr was zu sagen können. Habe hier eine Anwendung gezeigt und so. Und ja, unterm Strich fand ich die alle gut. Also die haben alle eine gute Pflege und sind auch wirklich empfehlenswert. Ja, ich kann euch ja schon mal verraten, was nochmal mein erster Platz war. Ne? Das war mein erster Platz. War sehr, sehr gut.
Aber auch der letzte Platz war kein schlechtes Produkt. Das muss man wirklich sagen. Ich habe von allen Masken eine gute Pflege bekommen und ja, mag sie einfach. Das Ding halt bei Drogeriemasken ist, sie haben eine geringere Konzentration auch von Wirkstoffen. Dementsprechend sind sie halt auch günstiger. Wenn ich halt wirklich eine Bam-Bam-Bam-Geschichte haben möchte, greife ich zu meinen Dalton-Masken. Ne? Da bin ich dann halt einfach ein bisschen... Weiß ich nicht, auch für mich persönlich auf der sichereren Seite, wenn ich da dann halt auch irgendwie ein Event habe, wo es wirklich drauf ankommt oder wenn ich irgendwo für ein Wochenende bin und jetzt nicht irgendwie jeden Morgen mir eine neue Gesichtsmaske oder Abend machen möchte, ne? Denn abends mache ich meistens Tuchmasken und morgens mache ich Crememasken. Das heißt, wenn ich da halt wirklich No-Brainer-Produkte haben möchte, dann greife ich zu denen hier. Das ist halt die Hydrolift Express Maske von Dalton, die ich bis zu 3-mal verwenden kann. Und dann ist die auch schon gar nicht mehr so teuer, muss ich gestehen. Vor allem, wenn man dann auch mit dem Code ein bisschen was sparen kann. Auf jeden Fall ist das einfach die Maske überhaupt. Ich habe schon von vielen Freundinnen und Menschen aus meinem Umfeld, die halt einfach mal von mir auch so eine Maske zum Ausprobieren bekommen haben, damit ich persönlich halt auch mal irgendwie so eine andere Meinung halt hören kann. Von Menschen, die nicht in der Beauty-Community unterwegs sind, die nicht irgendwie wissen, was ist Dalton eigentlich, ne? Das einfach mal ausprobieren und mir ihr Feedback geben. Und ja, da ist mein Umfeld halt auch super krass von begeistert. Und die können meine Begeisterung dann auch sehr gut nachvollziehen. Und ja, die Anti-Pickeltuch-Maske ist etwas, was man auch wirklich nur einmal verwenden kann. Das kann man nicht nochmal verwenden, sollte man nicht. Weil meistens verwende ich die ja auch, wenn ich Unreinheiten habe. Also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel meine Erdbeerwoche. Da fängt hier unten schon an, was sich zu entwickeln. Da werde ich heute Abend schön das SOS-Sport-Treatment drauf machen und hoffen, dass es morgen nicht mehr so ist oder dass da gar nicht erst was ausbricht. Sollte was ausbrechen, sollte Entzündung entstehen, nehme ich hier meine Hulk-Maske, die ist halt grün und damit kann ich dann halt alles beruhigen und Entzündung halt abchillen lassen, ne? Dass es halt so funktioniert. Und ja, wenn dann halt mal wieder sowas ist wie ständig, ich bin die Mutter von einem 1,5-jährigen Sohn, dementsprechend habe ich manchmal auch einfach nicht ganz so lange Nächte oder wie auch immer. Manchmal kann ich halt auch einfach nicht aufhören zu arbeiten, weil ich einfach meinen Job so super gerne mache. Und genau, dann sehe ich manchmal morgens halt auch etwas wild aus. Dementsprechend verwende ich Augenpads. Da habe ich für den Hardcore-Moment immer meine Hydrogel-Augenpads. Das ist jetzt die alte Verpackung von Dalton. Das ist so ein kleines Mini-Bügeleisen. Das hilft definitiv. Habe ich eigentlich gesagt, was die Maske machen soll? Die gibt Feuchtigkeit und die gibt Glättung. Das ist eine großartige Maske, Leute. Packt euch die im Sommer in den Kühlschrank. Wow, reden. Ja, die kommen auch immer in den Kühlschrank. Und ja, durch die kühlende Geschichte, die halt mit dabei ist, gibt es die Abschwellung. Aber die haben wir, glaube ich, sowieso auch durch die Hyaluronsäure, dadurch, dass sie aufpolstert, genau. Ne? Und ja, das sind so auch meine No-Brainer. Und ich teste mich aber weiterhin durch. Da habe ich zum Beispiel hier von Garnier auch welche gemacht. Da habe ich einmal die Hyaluronic Cryo Jelly Anti-Fatigue Jelly Eye Patches gemacht. Die waren auch ziemlich cool. Die waren, ja, cool. Die haben halt auch gekühlt. Ich hatte sie zum einen ja im Kühlschrank drin, zum anderen haben sie ja sowieso auch diese minus 7 Grad Skin Cooling Effekt Geschichte mit dabei. Im Sommer ein Traum, ne? Also muss man wirklich sagen. Die hier mag ich auch sehr gerne, wenn ich vielleicht mal nicht eine so schöne Nacht hatte oder der Tag davor war vielleicht etwas traurig oder so. Die repariert halt. Das ist die mit einer 500.000 Probiotika und ja, die kann man sich dann auch morgens gut unter die Augen geben oder halt auch abends, je nachdem, wann man es halt so braucht. Und das repariert halt wirklich schön, muss man wirklich sagen. Das hat auch bei mir tatsächlich sehr gut geholfen. Und die habe ich mir auch noch gegeben. Die waren mit nur minus 4 Grad kühlendem Effekt. Da haben wir Orangensaft und Hyaluronsäure mit dabei. Also das hat halt auch wirklich schön Feuchtigkeit gegeben und in dem Moment meine Augenpartie auch wirklich ein bisschen mehr zum Strahlen gebracht. Ne? Ja, jetzt müssen wir aber mal kurz zu etwas kommen, was ich nicht so geil fand. Und zwar habe ich hier von Frosch Senses Sensitiv Dusche, Hibiskusblüte. Oh Mann, ich habe mich so darauf gefreut, weil die Verpackung war für mich persönlich sehr, sehr vielversprechend. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als würde ich mich mit einem Reinigungsmittel abduschen. Das fand ich blöd. Summer Feeling hat es mir definitiv nicht gegeben, nein. Also, nee. Also, die würde ich wirklich nicht empfehlen. War auch nur eine Limited Edition, aber ich glaube, diese Froschduschen, habt ihr die schon mal ausprobiert? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mich hat es echt nicht abgeholt, ne? Leider.
Nee, da war ich froh, als das Ding leer war. Normalerweise versuche ich auch, das echt oft hinauszuzögern, dass Produkte irgendwie aufgebraucht sind oder so, ne? Naja, eine Haarbürste habe ich jetzt aussortiert. Die wasche ich regelmäßig und dann habe ich auch extra so, ich zeige euch die nicht von der Seite, oder? Ganz kurz, okay. Ich habe die nämlich nicht nochmal jetzt gereinigt, weil ich sie jetzt echt aussortiert habe. Nee, also man sollte seine Bürsten, die man täglich anwendet, sowieso regelmäßig sauber machen und reinigen, aber dann halt auch irgendwann mal austauschen. Hier sind auch ein paar Borsten schon verbogen und so, das darf auch einfach mal ausgewechselt werden. Also die ist auch super, ne? Das ist die Tangle Teaser Wet Brush, nennt die sich, glaube ich. Da hängen schon viel, viel weniger Haare drin als in der regulären Bürste, aber bei der von Kaimana ist es jetzt noch mal ein bisschen irgendwie eine Stufe noch krasser geworden. Fand ich auch ganz cool, aber die Tangle Teaser ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung. Die habe ich schon auch schon nachgekauft. Das ist, glaube ich, schon meine zweite oder dritte, die ich davon habe. Dann habe ich hier von Dalton das Vitamin C Serum aufgebraucht. Stimulierendes Plankton haben wir hier mit dabei und Ferulasäure. Das hat einen ganz besonderen Duft, ne? Manche sagen, es ist fischig, manche sagen, es ist halt irgendwie nicht so geil, irgendwas. ich mag den Duft auch nicht so gerne, aber ich mag den Effekt davon auch sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch Produkte von Valea und von Isana auch aktuell in Anwendung, dass ich euch so nächsten oder übernächsten Monat auch mal so Videos dazu drehen kann und euch Feedbacks dazu geben kann. Und habe da auch zum Beispiel jetzt aktuell von Valea ein Vitamin C Serum in Anwendung. Das ist eine andere Hausnummer, muss ich leider, leider wirklich, 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 wirklich sagen. Ich merke es halt einfach bei mir, ne? Ich werde es aufbrauchen, ich werde euch da auch mal eine Review zu geben. Also es ist ein Produkt, Entschuldigung, was ich halt auch mag, aber es ist nicht ein Produkt, was ich wie dieses hier liebe. Und ja, das ist halt für mich persönlich ein richtig, richtig geiles Vitamin C Serum. Ich habe da noch nie irgendwelche Reizungen oder so von gehabt. Ich verwende das morgens im Sommer super, super gerne, weil das halt auch eine richtig schöne Strahlkraft ins Gesicht gibt. Das hält halt auf, das macht so ein bisschen auch das, ähnlich wie wie Niacinamide, ne? Das ist halt die Pigmentflecken ein bisschen weniger werden lässt und so. Und ja, dann auch so ein bisschen mehr Zellstoffwechsel und so weiter ankurbelt und ich mag es einfach. Also mir gefällt es von Dalton einfach mit am besten, was ich halt aktuell so ausprobiert habe, ne? Aber ich teste immer weiter, ihr wisst Bescheid. Dann hat Julius auch was aufgebraucht, beziehungsweise wir an ihm. Und das war von Bübchen Shampoo und Duschgel Sensitiv Sanfte Lieblinge. Ich habe mich damals so in diese Verpackung verliebt und es deswegen mitgenommen. Der Duft war aber leider gar nicht so geil. Ich fand das jedes Mal, wenn ich, wenn wir ihn dann geduscht haben, ich fand nicht, dass es gut gerochen hat. Nee, also ganz komisch. Hier ist auch an letzter Stelle Parfüm, aber das Parfüm, was da drin ist, das hätten sie auch weglassen können, weil das stinkt. Brauche ich nicht. Dann habe ich in meinem Project Pen dieses Too Faced Puder aufgebraucht, Primed and Poreless, Pore Blurring and Mattifying Face Powder. Ich habe es sehr, sehr gerne gemocht, habe es jetzt aber als aufgebraucht, ne? Weil ich meine, ich habe es noch ein bisschen so am Rand. Für mich ist es jetzt echt aufgebraucht. Ich habe letztens mal nachgeguckt. 2019 habe ich das gekauft, ne? Dann darf man das halt auch irgendwann mal gehen lassen. 12 Monate sollte das maximal offen sein. Ich hatte das jetzt auch, glaube ich, ein Jahr mit im Projekt mit dabei. Das heißt, ich habe es wirklich durchgehend angewendet und irgendwann ist halt auch mal gut gewesen. Dann haben wir hier ein Produkt von Kaya, die Red Carpet Face Mask Glow Series Vitamin E und Jojoba Öl. War im Trashy drin gewesen. Ich weiß gar nicht, wer das reingepackt hatte. War das Chiquitas Place, die liebe Nicole? Habe ich montags immer in Anwendung gehabt. Und ja, angenehmer frische Wäscheduft, ne? Hat einfach die Haut gepflegt, würde ich jetzt mal so dazu sagen. Also ich habe da jetzt nicht einen mega krassen Pflegeeffekt gemerkt. Es war halt einfach nur eine normale, schöne, pflegende Maske. Und ich mag einfach gerne diese Crememasken. Ich mochte auch super gerne dieses Verpackungsdesign. Das fand ich einfach sehr edel. Dann verwendet man das auch ganz gerne. Und ich bin ja eh eher so ein Fan mittlerweile davon geworden, dass ich halt Masken verwende, die ich auch so oft, wie es nur geht, verwende. Sei es halt bei Dalton die Hydro-Lift-Maske, die ich dann auch bis zu 3-mal verwenden kann. Das habe ich auch mit manchen anderen Masken, zum Beispiel auch aus der Drogerie, dass man, wenn man merkt, da ist richtig viel Serum drin, kannst du dich dann entscheiden. Entweder verwende ich das Serum, was dann in diesem Sachet drin ist, noch für meinen Oberkörper, Hals, Dekolleté, Tralafitti. Oder mache ich das so, dass ich die Maske, je nachdem wie das Vlies dann auch beschaffen ist, ne, nochmal zusammenfalte, reinpacke und das dann am übernächsten Tag nochmal verwende. Das muss man dann halt einfach selber gucken, aber man sollte niemals das Serum, was halt unten in diesen Sachets drin ist, wegtun, weil das ist eigentlich so
Das ist der Zauber der Maske, Leute. Oder füllt euch das irgendwie in Pöttchen, dass ihr das dann irgendwie am nächsten Tag nochmal verwendet. Einfach als Serumauftrag, nur als kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich natürlich, musste sein, Lichtschutzfaktor verwendet, denn Leute, es ist Hochsommer. Man glaubt es kaum, ne? Doch, also auch bei uns sind es jetzt hier irgendwie so richtig schöne 30 Grad. Da habe ich hier dann jeden Morgen mich eingecremt mit dem Dalton Lichtschutzfaktor 30. Das ist so eine schöne große Tube mit 150 Millilitern. Da gibt es auch aktuell eine Aktion, dass man den 30er Lichtschutzfaktor, den 50er und den Aftersun Schutz, ist kein Schutz, die Aftersun Pflege, zusammen in einem Bundle bekommt. Dann bekommt man für Umme mit dazu im Wert von 19,90 € diese Summer Bag, die wir auch auf dem Event bekommen haben. Ich habe meine leider verlost. Und dann bekommt man mit Beauty Claudi nochmal 20% runter. Also da könnt ihr wirklich auf dieses Sommerset richtig krass sparen. Kann ich euch nur empfehlen. Also schaut da gerne meine Infobox vorbei. Ich habe euch ein paar Inspirationen da reingesetzt. Und Lichtschutzfaktor am Körper ist halt einfach wichtig. Ich mag den von Dalton gerne. Stellt das irgendwie, wenn ihr Leute da habt oder wenn ihr generell draußen seid, irgendwo in eine schattige Ecke, dass ihr dann auch immer den Sonnenschutz griffbereit habt und nicht extra dafür ins Badezimmer tapern müsst. Das ist nur so ein kleiner Lifehack vielleicht mit dabei. Das Allerwichtigste bei solchen Temperaturen ist aber ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn ansonsten wirst du nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zu einer Dörflaume. Das wollen wir nicht. Dann habe ich hier in einer Nutino-Box Square Make-up Removal Towel drin gehabt. Das ist dieses, die Umverpackung, das war so ein pinkes Tuch. Habe ich in Anwendung, finde ich schön, verwende ich halt auch morgens, um mein Gesicht zu waschen. Eigentlich wie ein Waschlappen, ne? Um Crememasken runterzunehmen und so. Und ich brauche da mittlerweile halt auch, wenn ich mich fertig mache, zwei Stück von. Julius möchte auch. Er möchte sich zwar nicht abschminken oder so, aber möchte ganz gerne drauf rumkauen. Und dann habe ich auch von Nutino diese Razor for Eyebrows leer gemacht bzw. aufgebraucht. Finde ich persönlich ein bisschen schade, dass die so sind, wie sie sind. Da sind zwei Stück drin gewesen. Das ist leider nur eine Einmalanwendung, wenn ich das halt für Dermaplanning nehme. Ne? Also ich nehme das wirklich fürs komplette Gesicht. Aber nachdem ich damit einmal mein komplettes Gesicht rasiert habe, ist das Ding stumpf. Und das finde ich schade. Also da kann ich euch nicht die von Nutino empfehlen, das hier kommt auch in Restmüll, sondern eher zum Beispiel die von Isana oder die von, keine Ahnung, Balea oder For Your Beauty oder halt die Eigenmarken, ne? Die haben auch sehr, sehr gute. Schaut euch die viel, viel lieber an. Die sind auch sehr wahrscheinlich sogar günstiger. Das hier war echt ein Schuss in den Ofen. Dann habe ich etwas aufgebraucht, was ich auch in der Kooperation bekommen habe von Skintegra, ist das der Toner Nektar. Und den fand ich auch super, super angenehm. Das ist auch so eine bestimmte Kosmetikgeschichte, die so ein bisschen sehr krass auf sensible Haut aus sind. Ne? Also du hast hier nicht mega heftig hohe Wirkstoffkonzentration oder so weiter drin. Das sind halt Produkte für super sensible Haut. Und nennt sich das Dermakosmetik? Glaub schon, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr schöner Toner. Der ist zwar zum Sprühen gewesen, aber ich habe ihn mir auf ein wiederverwendbares Wattepad gegeben und dann halt damit übers Gesicht. Ich mochte den. Also, ne, den, also solche, die Skintegra-Produkte bekommt ihr bei Purish und die habe ich, also meine Favoriten, das heißt die Produkte, die ich euch auch so aufbrauche und zeige, habe ich auch auf meiner Creator- oder Collection-Site stehen. Ist in der Infobox verlinkt, das ist da ein bisschen wild. Mit Claudis Welt 10 könnt ihr darauf nämlich nochmal 10% sparen und auch auf den aktuellen Sale. Da geht nämlich auch nochmal ein bisschen die Party ab. So, weiter geht's mit dekorativer Kosmetik. Fourth Ray ist die, eigentlich Pflegemarke von Colourpop, aber ich habe das verwendet als Setting Spray. Das ist das Duet Hydrating Hyaluronic Mist und das fand ich richtig gut. Das hier war kein Mist, nein, das hier war ein super Spray, was meine Haut auch schön juicy aussehen lässt. Also das hat mein Make-up, meine cremigen Texturen, meine pudrigen Texturen und meine Haut auch richtig schön miteinander verschmilzen lassen und habe ich super gerne verwendet. Das war in einer Mystery Box irgendwie mal mit dabei und ich war da erst auch ein bisschen skeptisch, vor allem weil das ja auch eher so von der Pflegelinie kommt, ne? Aber das ist eine ganz tolle dekorative Kosmetik für mich persönlich gewesen. Ja, den hier habe ich aussortiert. Der ist leer. Nee, ist er nicht. Hä? Warum habe ich dich denn aussortiert? Ich glaube, den wollte ich gar nicht aussortieren. Nee, den wollte ich nicht. Aber den hier wollte ich. Ich glaube, da habe ich mir einfach den falschen da letztens reingepackt. Denn den hier habe ich mir gestern Abend nochmal reingepackt. Als ich meine Nägel nämlich ablackiert habe, habe ich gemerkt, dass das Ding leider voll ist. Also leer. Also da kannst du keinen Finger mehr mit ablackieren.
Ist von Isane, der Nagellackentferner, acetonfrei. Ist mit so einem Schwämmchen da drin. Und ich trage ja, wenn ich Nagellack verwende, super viel. Auch so Topper oder halt so Glitzerzeugs oder so. Damit machst du dir erstmal das Schwämmchen, was hier drin ist, natürlich immer wieder kaputt, sodass du halt dann irgendwann ganz viele schwarze Fussel auch beim Nagellackabmachen an den Fingern hast. Und ich verwende auch sehr kräftige Farben, sehr vielfältige Farben und auch mal sehr dunkle Farben. Also wenn ich hier jetzt mit dem Finger reingehe, ne, und versuche meinen Nagellack abzumachen, ziehe ich ihn wieder raus und dann ist er bis hierhin knallerot und ich habe ganz viele schwarze Fussel dran. Also nein, das ist jetzt Uppe, ne? Das ist nicht mehr verwendbar für mich. Dann habe ich eine Lippenpflege aufgebraucht, die hatte ich so lange in Anwendung, die stand bei mir am Bett, von NYX Reft de Miel, auch die gibt es bei Purish, ne? Das ist halt so eine ganz, ganz, ja, feste Kiste hier drin und da hast du einen Lippenpflegebalsam und den habe ich mir abends immer schön dick auf die Lippen aufgetragen und mich dann halt, also jetzt nicht zu dick, weil dann ist es irgendwann im Kissen, aber halt so, dass es gut einziehen konnte und ich trotzdem super gepflegte Lippen hatte, als ich aufgewacht bin. Also sehr schönes Produkt, habe ich mal irgendwann bei Mama Co. Beauty gesehen und genau, das ist Glas und der Deckel ist dann halt entsprechend Plastik, also mega Empfehlung, sich die mal anzugucken. Ja, hier habe ich dann auch nochmal von Garnier die Charcoal Caffeine Deep Puffing Eye Mask verwendet. Das ist diese hier. Die fand ich überraschend sehr, sehr gut. Also da habe ich nämlich wirklich verwendet in der Nacht oder an einem Morgen, wo ich sehr schlecht geschlafen habe. Und da braucht meine Augen Koffein und die haben sie sehr gut damit bekommen. Also das hat richtig diesen schönen... Das, dafür verwende ich auch gerne Drogerie-Augenpads, weil das ist auch etwas, was ich ja nur eben kurzfristig brauche. Dass halt dieses Puffiness-Gefühl oder dieses gereizte Gefühl weggeht, da ist es super. Oder dass ich einen Strahlen bekomme oder so. Ne? Da sind halt wirklich solche Produkte auch von Garnier richtig, richtig geil. Und du hast bei diesen Garnier-Augenpads auch so eine ganz dünne Geschichte. Das ist wie so ein, ja, so ein, ja, wie so eine Mini-Tuchmaske vom Vlies her, ne? Weil das ist wirklich ein Vlies und nicht so wie die Hydrogel. Also es ist halt kein Hydrogel, wie bei denen hier. Die kleben auch richtig, die Garnier-Dinger kleben auch richtig. Dann haben wir hier noch eine weitere Lippenpflege, die habe ich tagsüber verwendet. Die hatte ich ja, im Badezimmerschrank stehen. Dr. Lip Superfood Elderberry Tint. Lips and Cheeks. Lip Cheeks and Eyelids, genau. Ich habe es aber wirklich nur auf den Lippen getragen und ich hatte auch wirklich davon rote Lippen bekommen, aber wirklich nur in dem Moment, wo ich es verwendet habe. Wenn ich dann irgendwie was gegessen habe, getrunken habe, ich hatte jetzt nicht einen Stain drauf oder so. Also es war jetzt für mich persönlich kein Tint in dem Sinne. Ich würde einen Tint auch eher so sehen, dass man halt quasi diese, wie hießen die nochmal? Benetint, ja, von Benefit halt, ne? Das ist für mich ein richtiger Tint. Das hier ist einfach nur so ein, ja, getönter Lippenpflegestift. Ja, wobei, dafür steht Tint ja eigentlich auch, ne? Naja, also wenn man halt wirklich eine andere Seite, da, dekorative Kosmetik aufgebraucht quasi, dann könnte ich das da aber auch reinpacken. Nö, Entscheidung hier. wenn man halt wirklich darauf aus ist, dass man sich so einen Tint drauf machen möchte, der dann den ganzen Tag halt über hält, dann wirklich eher so, da gibt es ja auch die von Essence, da gibt es auch welche, aber die von Benefit oder der Benetint an und für sich ist für mich einfach so dieses Staple-Produkt, was ich auch meinen Freundinnen so empfehle. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Öl verwendet. Ich verwende gerne Öl, habe ich hier von Nicole bekommen, das Freiöl, Figuröl und das habe ich verwendet von Knie bis Hüfte, da verwende ich immer ein Öl. Ich habe so viele verschiedene Pflegeprodukte, ich weiß es wirklich, ich habe meine Routine, also für mich ist es so, ich mache das dann einfach, ne? Also ich habe meine Produkte da so stehen und dann werden die angewendet, ich mache mir da auch nicht so super viele Gedanken drüber und denke mir, oh mein Gott, wie viele verschiedene Produkte verwendest du eigentlich gerade? Aber so gefühlt jede Fraktion von Kopf bis Fuß hat so seinen eigenen Punkt. Ich bin halt ich. So, und deswegen habe ich ein Öl hier verwendet. Ich mag das einfach gerne, weil ich habe in meinen, an meinen Oberschenkeln, in der Oberschenkelinnenseite, halt durch mein schnelles Wachstum damals so ein bisschen Zebrastreifen, Tigerstreifen, Wachstumsstreifen, wie heißen die denn? Eigentlich sind es ja Schwangerschaftsstreifen, die aber nicht von der Schwangerschaft kommen. Auf jeden Fall finde ich, seitdem ich halt ein Öl da verwende, lange Rede, kurzer Sinn, sind die geschmeidiger und sehen, also sind nicht mehr so krass sichtbar, wobei das eh niemandem auffällt außer mir selbst. Naja, dann habe ich von der lieben Corinne eine Maske geschenkt gekriegt, die fand ich ganz süß. Die Isana Tuchmaske, verschönernd und erfrischend mit Wildrosenöl, Aloe Vera, Vitamin A und E. Und ja, die fand ich okay, aber es gibt halt bessere. Ne? Ich hatte, also habe ich euch ja gezeigt in meiner Maskenwoche,
ein leichtes Jucken, da hat man wahrscheinlich einfach das Wirken der Inhaltsstoffe gemerkt und hatte eine leicht sperrige Passform. Das hast du manchmal bei diesen Limited Edition Geschichten, dass man da halt auch irgendwie so ein bisschen, die Fliese sind halt irgendwie so komisch in Kombination mit dem Druck, der da drauf ist manchmal. Manche schaffen das richtig gut, wie die zum Beispiel von Juti oder andere, die halt auch in der Maskenwoche mit drin waren. Hier war das ein bisschen schwierig, aber trotzdem hat die mir gefallen. Also die hat auch gut gepflegt, ne? Dann habe ich von, das kommt auch jetzt zur Seite, habe ich noch irgendwie was aus der Reihe? Nee, von Isana nämlich aufgebraucht. Dieses Zwei-Phasen-Serum Feuchtigkeit aufpolsternd und seidig pflegend. Das ist für mich persönlich, also ich habe es halt für mich so gedacht, okay, das könnte ich vielleicht so als Hyaluronserum nehmen. Das ist aber wirklich ein Zwei-Phasen-Serum, wo du auch eine Ölphase drin hast. Das heißt, ich habe es erst am Morgen angewendet und dann gemerkt, ist mir für im Sommer morgens ein bisschen zu ölig und flutschig. Habe ich dann abends angewendet und da fand ich es gut. Dann habe ich hier von Symbiosis etwas aufgebraucht. Das ist das Enlightening and Exfoliating Cleansing Gel. Ja, das ist halt einfach ein Reiniger gewesen, ne? Also fand ich schön, mochte ich gerne leiden, aber das ist halt vom Preis her echt eine ganz andere Geschichte. Nee, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Hatte ich in der Box drin, habe ich mich drüber gefreut, hat schön gepflegt und auch die Haut schön gereinigt, ohne dass sie halt danach so ein Spannungsgefühl bekommen hat, ne? Also schön fand ich es auf jeden Fall. Dann habe ich was aufgebraucht von Typology. Da habe ich einiges tatsächlich jetzt auch aufgebraucht. Da habe ich einmal die Körpercreme, die 10 Ingredient Body Moisturizer Geschichte. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt, beziehungsweise nicht gezeigt. Die hatte ich mal irgendwann als hier, wenn ihr über meinen Link bestellt, bekommt ihr das als Goodie on top, ne? Das gab es mal. Und ja, habe ich jetzt nochmal aufgebraucht. Die ist schön. Also das ist auch eine reichhaltige Sache. Die würde ich euch aber eher weniger im Hochsommer empfehlen, weil die halt schon sehr, sehr Kapitjes dahinter hat. Ich vertrage die ganzjährig. Für mich ist es definitiv eine Bodylotion, die ich auch im Hochsommer verwenden kann. Einfach, weil ich immer eine trockene Haut habe. Und das ist ein schönes Produkt. Das kann man sich angucken, wenn man möchte. Dann habe ich von der lieben Emmy ein Produkt bekommen. Und zwar ist das das Naobei Brighten Liveliness Orange Body Scrub. Das ist dieses hier. Ja, nee. Also das war für mich halt eher so duschgelmäßig, weil das hat leider viel zu wenig Peeling-Partikel mit dabei gehabt. Das fand ich echt schade. Und ja, der Duft war schön. Also den konnte man sich auf jeden Fall geben, aber die Peeling-Wirkung war leider nicht so vorhanden. Dann habe ich etwas verwendet und ja, das hat sehr, sehr gut getan. Aber es gibt es leider nicht mehr. Ich wollte es nämlich nachbestellen, aber es gibt es nicht mehr. Das ist von Typology, das, ja, wie heißt du denn? Das steht hier nur auf Französisch drauf. Peptide sind da mit dabei. Ginger Extract Scalp Treatment. Genau, ich habe mir das nämlich auf die Kopfhaut gegeben. Das war toll. Ich möchte euch nicht eine allzu lange Nase machen. Das hat halt schon intensiv gerochen. Ich weiß nicht, ob da Ingwer, ja, Ginger Extract, ne, ist da mit dabei. Das hat richtig schön die Kopfhaut gepflegt. Und das hat mir so gut getan. Das brauche ich gerne nochmal. Das war einfach klasse. Ich hatte in dem Zeitraum, wo ich das verwendet habe, echt so eine tolle Kopfhaut. Ich habe jetzt schon wieder so ein paar Stellen, wo die Party wieder so ein bisschen abgeht, ne? Das ist halt einfach meine sensible Haut. Aber das hat sehr gut geholfen. Das hatte ich aus Trashy rausgenommen. Dann habe ich hier den Triple Hyaluronic Booster von Dalton. Ein richtig geiles Produkt. Du kannst den wirklich auch super krass kombinieren mit allen möglichen anderen Serien. Also zum Beispiel mit dem Vitamin C konnte ich das sehr gut auch mischen. Ich habe auch so nicht unbedingt jetzt gerade eins auf dem Schirm, was von der Konsistenz her genauso, ja, so eine Schweiz ist, wie dieses hier. Das ist ein relativ hochpreisiges Produkt, aber es ist schon sein Geld wert, einfach weil ich persönlich noch nicht unbedingt was Vergleichbares gefunden habe. Ich teste mich weiter durch. Ich habe aktuell ja auch wieder andere Hyaluronsäure-Serien in Anwendung, damit ich dann auch so Vergleiche ziehen kann. Aber wie ich jetzt zum Beispiel auch von dem von Isana gesehen habe, hier hast du die zwei Phasen drin, das hier konnte ich safe nicht noch mit irgendeinem anderen Serum kombinieren. Das hier mit allen anderen konnte ich das richtig kombinieren, ohne dass es irgendwie gekrümelt hat oder zu viel wurde auf meiner Haut oder so. Mochte ich einfach gerne. Also es hat eine enorm gute Pflegewirkung, dadurch, dass du diese Triple Hyaluronic-Geschichte mit dabei hast. Also drei verschiedene Arten von Molekülgrößen der Hyaluronsäure, sodass sie halt auch in unterschiedliche Hautschichten eindringen können, ne? Genau. Und ja, das ist halt ein sehr, 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 sehr gutes Kombinationsprodukt halt auch. Dann habe ich hier die Beauty Hyaluron Creme, Tagescreme von Balea aufgebraucht. Die habe ich letztendlich aber leider am Körper aufbrauchen müssen, weil egal, was ich damit versucht habe,
es hat sich mit keinem Lichtschutzfaktor vertragen und auch mit keinem anderen Serum so wirklich. Also ich habe viel versucht, viel kombiniert, aber es hat jedes Mal gekrümelt. Ich habe versucht, verschiedene Abstände dazwischen zu lassen, verschiedene Einwirkzeiten und so. Hat nicht funktioniert. Also das war keine Creme, die ich euch jetzt so empfehlen würde. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass hier schon ein Lichtschutzfaktor von 15 mit drin ist. Weil das brauchst du ja eigentlich nicht in der Tagescreme. Man verwendet ja normalerweise so oder so noch einen weiteren Lichtschutzfaktor, ne? So, sollte man. Sodass man auch einen ausreichenden Lichtschutz im Gesicht hat. Und ich glaube, dass es daran liegt. Denn ich habe jetzt aktuell auch eine von Isana in Anwendung, die auch von sich aus schon diesen Lichtschutzfaktor mit sich bringt. Und ich glaube, dass auch da das Problem ist, dass da... Ja, ne? Also die krümelt nämlich halt auch leider ein bisschen. Ja, schade Schokolade. Dann machen wir weiter mit Balea Hydrogel Augenpads. Die fand ich richtig gut. Die haben mir sehr gut gefallen. Also die gibt es jetzt ja auch in diesem Pöttchen, ne? Dass du da 30 Paar drin hast. Und die verwende ich dann immer morgens. Das heißt, ich reinige mein Gesicht, also ich wasche mein Gesicht. Dann mache ich mir meine Augenpads drauf, ne? Entweder die oder die ich jetzt halt aktuell in Anwendung habe. Und dann gebe ich meine Crememaske drauf, lasse es einwirken. In der Zeit wasche ich meine Pinsel oder, keine Ahnung, mache die Spülmaschine, putze mir die Zähne, ne? Sowas. Und dann lasse ich das nach einer gewissen Zeit, aber Einwirkzeit halt runter, also dass ich die hier einfach runternehme, die Augenpads und die Maske abwasche und dann kommt Toner, Serum, Rampapam. Und ja, die mochte ich. Die sind manchmal ein bisschen gerutscht, also nicht jeden Tag wollten die an Ort und Stelle bleiben, aber meistens waren sie da, wo sie hingehörten. Und ja, waren aber sehr schöne und empfehlenswerte Augenpads, wenn man jeden Tag Augenpads verwendet. Dann habe ich hier noch eine Creme aufgebraucht und zwar von Skintegra auch wieder, die OP Hydra Cream. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich morgens angewendet. War eine schöne, leichte Textur, die ich dann auch kombinieren konnte mit Lichtschutzfaktor und die ich euch empfehlen kann. Du hast hier einen schönen Airless-Container, also das heißt, sieht man auch hier, ach stimmt, da hatte meine Stiefschwiegermama in Spee mich nachgefragt, dass ich diese Airless-Dinge aufbewahre. Bist du auch ein Airless-Ding? Nein. Aber du bist ein ehrliches Ding. Denn die wollte da irgendwas reinmachen. Keine Ahnung was, aber sie wollte die haben. Sie fand das großartig, also packe ich das zur Seite. Genau, eine schöne Gesichtscreme, die halt wirklich, wenn du sowieso allerhand Serien verwendest, wenn du sowieso ein Vitamin-C-Serum verwendest oder ein Hyaluronsäure-Serum oder sowas, ne, dass du das halt einfach als Schweizpflege für dich hast und das dann halt on top geben kannst. Persönlich immer so mein, wie ich es am liebsten mache. Dann habe ich ein Kissenspray aufgebraucht und zwar von Feel Beauty Sleepwell Pillow Spray. Das war im Adventskalender drin, das mochte ich ganz gerne. Also ein schönes Kissenspray. Ich habe mir das nicht aus dem Kissen gemacht, weil da sind wir halt wieder, ne? Man möchte schon mit Parfümstoffen aufpassen, aber ja, ne? Macht sich dann sowas aufs Kissen? Nee, mache ich nicht. Ich gebe mir das auf meine Bettdecke und hatte dann trotzdem diesen leicht lavendeligen Duft und dann konnte ich einfach besser einschlafen. Das hilft mir, denn ich bin so ein Duracell-Häschen und brauche dann einfach irgendwas, was mich chillt. Ja, von Typology habe ich die Augenmaske auch aufgebraucht. Da habe ich die Pads, die sind noch unten, glaube ich. Ja, genau, das ist einfach diese Augenmaske. Das fand ich halt einfach klasse. Du musstest die Pads da nicht extra drüber machen. Da habe ich auch Fragen gestellt bekommen, sag mal, muss man da eigentlich diese Pads wirklich drüber machen oder kann man sich das einfach so unter die Augen geben? Kannst du dir auch einfach so unter die Augen geben. Du hast auch richtig lange was von. Hier sind 15 Milliliter drin. Du brauchst nur ein Müh davon. Und du kannst es halt genau auf die Partie auftragen, wo du es haben willst. Also ich fand die gut. Dann habe ich hier von Luxiol Lul Sesh aufgebraucht. Für Körper und Haare. Yo, von wegen. Auf gar keinen Fall in die Haare geben. Habe ich gemacht. Ich sah aus, als hätte ich mir meine Haare in Butter getunkt. Habe ich mir dann auch oberschenkeltechnisch aufgetragen. Oh mein Gott, hat das gut gerochen. Also den Duft, Leute. Mhm. Super cremig. Super angenehm. Oh, so ein bisschen wie Babypflege riecht das auch. Ganz toll. Naja, auf jeden Fall sehr schön, sehr hochwertig in dieser Glasgeschichte. Ne? Mochte ich. Ja, aber dieser Pumper, also diese Sprühe habe ich nicht verstanden. Für mich ist es einfach sinnvoller, wenn die sowas halt direkt in solchen Geschichten schon haben oder in einem Pump, also dass du da halt sowas raus, ne, machen kannst oder so. Weil ich bin eh, diese ganze Flasche ist auch so ölig, ich bin so flutschig in dem Moment, wo ich das ja anwende, dass ich einfach diesen Sprühmechanismus nicht gut betätigen kann.
Sagen wir doch einfach mal, wie es ist. Und ich sprühe mir das auch nicht auf die Beine so drauf oder sonst irgendwo hin, sondern ich sprühe mir das in die Handinnenfläche, weil ich ansonsten mein ganzes Badezimmer einöle. Das muss nicht sein. So nämlich. Dann habe ich meine Füße gepflegt mit Tway, hin und weg, mit Zitrone und Grapefruitöl. Und auch hier habe ich mich gefragt, warum ist dieser Puffel da dran? Hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Also ich habe mir das auch immer dann so drauf gemacht. Den Puffel habe ich einfach nicht verwendet. Ich glaube, der ist einfach nur dafür da, um das Produkt kürzer haltbar zu machen, denn das spackt dir ja irgendwann zu. Naja, also ich brauche ja nicht lange, um sowas aufzubrauchen, aber naja, ich mochte das. Also das hatte eine gute Pflege und so, aber dieser Puffel da, der war vollkommen sinnbefreit, weil so musst du halt den Puffel gleich auch abfriermeln. Der kommt nämlich in Restmüll. Kriege ich nicht ab, muss ich gleich irgendwie mit einer Pinzette oder so machen, ne? Und die Tube kommt dann ja in Plastikmüll. Also ganz, 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 ganz blöd halt auch gelöst. Finde ich persönlich jetzt einfach mal. Oder? Was meint ihr? Manche Verpackungen sind halt auch irgendwie so unüberlegt, weil ich frage mich dann immer, sitzt denn da keiner im Produkttesterbereich, der sich die Produkte dann nochmal vornimmt und sie dann ausprobiert, bevor sie in den Verkauf gehen? Naja, dann habe ich hier ein Vitamin-C-Serum aufgebraucht. Das ist aber ein Eiserum gewesen von Dermalogica. Habe ich morgens verwendet, hat mir sehr gut gefallen. Und das habe ich dann halt auch jetzt im Hochsommer morgens verwendet und das anstelle von der Augencreme, denn ich verwende abends dann ja eine schöne reichhaltige Creme und ich verwende morgens dann ja auch meine Augenpads. Das heißt, da habe ich ja schon meine eigentlich ne, Feuchtigkeitsversorgung, dann kann das auch gerne im Sommer mal was Leichteres sein, denn da sind meine Augen meistens nicht ganz so trocken. Und ja, das hat hier auf jeden Fall mir richtig gut gefallen, das war letztes Jahr irgendwo in dem Adventskalender drin. Dann habe ich hier von Eveline Cosmetics ein Augenbrauenstift, den Micro Precise Brow Pencil. Ja, ich muss durchatmen, denn ich muss euch gleich leider was erzählen. Ja, Waterproof Taupe habe ich hier. Das ist dieser Augenbrauenstift. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, jetzt gerade ist ein riesengroßer Ausverkauf bei Cosmetic for Less. Da gibt es keine Extra-Codes, da kriege ich auch keine Provision oder sonst was. Da ist ein alles muss raus Ausverkauf. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link reingesetzt, falls noch was da sein sollte, denn ich habe am Freitag, heute, wo ich das Video drehe, das nämlich gesehen, habt es auch geteilt, zack, seid ihr überlastet, ihr seid krass, Leute, habt selber auch richtig heftig bestellt, habt richtig viel Geld auch gespart und ja, alles muss raus, ne? Und wenn ich da jetzt noch irgendwie ein Backup von kriegen könnte, muss ich mal gucken, werde ich mir den nochmal ordern, denn ich wollte nochmal dort auch bestellen und ja, das ist auf jeden Fall in der Farbe Taub gewesen und es war eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich fand den Stift an und für sich halt auch einfach klasse. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, das war so ein heraustriebbarer Augenbrauenstift. Der war schön. Dann habe ich hier noch ein Parfum aufgebraucht. So viele schwärmen von diesen Replika-Düften. Ihr auch? Seid ihr so ein Fan von diesen Replika-Düften? Und wenn ja, warum? Die halten wirklich gar nicht. Also wenn Sol de Janeiro schon ein Duft ist, der nur kurz in Anführungsstrichen hält, also nur so 1, 2, 3 Stunden, dann ist der einfach von jetzt bis gleich weg. Ich weiß nicht. Ich hatte hier dieses Lazy Sunday Morning, Eau de Toilette. Gut, Eau de Toilette ist halt auch nochmal so eine Sache. Aber die sind so teuer, Leute. Nur so eine kleine Probe war das. Was hatten wir denn hier drin? 2 Milliliter. So, ne, denn ich habe mir auch mal so ein Probenset gekauft. Die, halten die alle so schlecht? Also ich würde mir das niemals in groß kaufen, bin ich vollkommen ehrlich. Das ist ja unglaublich. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte das als Originalduft hier in so einem großen Moped, was irgendwie an 100 Euro kostet und ich habe da nichts von. Nee, finde ich ja richtig blöd, ne? Also das ist gar keine Empfehlung. Elemis Pro Collagen Cleansing Balm habe ich aufgebraucht, habe ich 20 Gramm sind hier drin, interessiert keinen. Was rede ich denn hier? Fand ich gut, hat richtig schön das Make-up runtergenommen. Das ist ähnlich wie eine Gelcreme fast schon, also ein bisschen fester ist es schon, dass man halt mit dem Finger durchgeht und dann tropft halt nichts so, ne? Und Elemis gehört auf jeden Fall auch zu meinen liebsten Cleansing Balms. Eine Ampulle habe ich aufgebraucht, die hatte ich aber letzten Monat schon aufgebraucht, ich habe sie nur wiedergefunden. Von Jean Darcel ist es das Concentré Revitalisant DNA Essential, 2 Milliliter, genau. Hat für 2 Anwendungen gereicht, habe ich gerne verwendet. Und das ist halt auch so eine Ampulle gewesen, die ich verwendet habe. Ich habe aktuell auch so ein Niacinamid-Serum bei mir im Badezimmerschrank für abends stehen. Und wenn ich dann abends mein Enzympeeling gemacht habe, das von Dalton natürlich, weil großartig,
verwende ich danach eher so milde Pflege. Sei es, dass ich dann auch mein Ceramidserum verwende oder halt auch eine reparierende, sanfte Creme, nicht die Retinolcreme zum Beispiel. Und ja, sowas dann halt auch, ne? So eine Ampulle. Das tut dann einfach gut. Das hat mir gefallen. So. Ich glaube, jetzt komme ich zu meinem Sonnenpflegetest hier mal so ein bisschen. Denn ich war fleißig, Leute. Ich habe ordentlich was für euch getestet. Ne? Ich habe hier 4 Stück und ich habe eine Meinung. Richtig gut und sehr empfehlenswert fand ich die von Kiehl's Ultralight Daily UV Defense Sunscreen Lichtschutzfaktor 50+, PA+++++. Das war nur eine kleine Größe, ich weiß, aber sie war wirklich gut. Die hat sich mit meiner Hautpflege richtig gut vertragen, hat nicht gekrümelt. Ich konnte sogar ich konnte sie sogar ohne Einwirkzeit der Tagescreme direkt danach auftragen, ohne dass irgendwas gekrümelt hat. Weil normalerweise musst du ja ungefähr, das war ja auch der Test, den ich gemacht habe, dass du auch immer ungefähr eine Viertelstunde warten solltest. Also trink dir in Ruhe nochmal einen Kaffee, ne? Bevor du dann deinen Lichtschutzfaktor aufträgst. Der ging halt direkt. Also den fand ich richtig geil. Richtig, richtig geil. Kann ich euch mega empfehlen, ne? Also wenn euch der von Dalton zu reichhaltig ist, dann schaut euch mal den von Kiehl's an. Denn bei mir war das auch so ein bisschen leicht mattiert, würde ich jetzt, nicht unbedingt sagen. Damit lehne ich mich ein bisschen sehr weit aus dem Fenster. Aber es war halt nicht so speckig. Ich mochte das sehr, 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 sehr gerne. Kann ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht. Furchtbar. Cooler Dew Gold Illuminating Serum Sunscreen. Lichtschutzfaktor 30 hatte der sogar nur. Oh, furchtbar. Nein. Also die Konsistenz war schon so ganz gruselig. Das war also wirklich Glitzer im Gesicht. Ich habe ausgesehen wie der Zinnmann. Und das halt auch nur für einen Lichtschutzfaktor von 30. Hat sich nicht mit der Tagespflege vertragen, egal welche Einwegzeit ich gemacht habe. Deswegen ist das Ding auch irgendwann leer gegangen, weil ich es natürlich immer weiter auch getestet habe. Mit unterschiedlichen Cremes, mit unterschiedlichen Seren, mit unterschiedlichen Einwegzeiten und so weiter und so fort. Ich habe es aber dann auch teilweise pur aufgetragen auf meinen Arm, um zu gucken, wie sieht das denn alleine aus. Da hat es sogar alleine gekrümelt. Also nein, finde ich gar nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Huch, etwas, was ich gut fand. Irgendwas war aber damit. Ich weiß nur nicht mehr was. Nee, ja, der war mega speckig. Da hatte ich den nämlich, als ich den angewendet habe, hat mein Freund mich so oft gefragt, sag mal, was hast du da eigentlich im Gesicht? Hast du mit einem Ölfass geknutscht? Danke. Ja, von Bondi Sets. Es ist der Face Lichtschutzfaktor 50+. Genau, der war das. Und der war halt sehr, sehr speckig. Ne? Der hat nicht gekrümelt. Der war richtig, also für mich persönlich war der gut und ich mochte auch dieses Juicige. Mein Freund fand das aber total nicht schön. Also, ja, nee. Also würde ich mir halt auch nicht nachkaufen, ne? War halt sehr speckig. Und das hier war orange. Wirklich, auch von Bondi Sands. Habe ich nicht gewusst, dass das irgendwie eine Färbung mit dabei hat. Bondi Sands Sunny Days Hydrating Lichtschutzfaktor 50 Moisturizer. Da steht nichts mit da drauf, dass du danach aussiehst wie ein Oompa Loompa. Also ganz, ganz gruselig. Nein. Hat eine Tönung mit dabei. Nein. Das ist schlimm. Das habe ich auch nicht aufgebraucht. 2 Raumdüfte habe ich aufgebraucht. Einmal von Ipuro Essentials. Ja, Wo warst du, mein Freund? Du warst bei uns im Badezimmer, genau. Das ist ein schöner Duft, der aber eher zurückhaltend ist. Also das ist jetzt keiner, der dich anspringt oder so. Ich glaube auch, genau, Essential Layering, die sollst du auch mit irgendwas zusammen mischen, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden? Weiß ich nicht. Ich fand den sehr hübsch, sehr dekorativ, sah nach viel, viel teurer aus, als das es eigentlich war. Ne? Ja, hatte jetzt aber nicht so die ultimativ krasse und intensive Duftentwicklung, ne? Muss man wirklich sagen. Und den hier hatte ich bei uns in der Küche stehen. Den mochte ich gerade am Anfang, im Bad oben hatte ich den hier stehen. Den mochte ich gerade am Anfang richtig gerne. Den habe ich jedes Mal gerochen, wenn ich hochgekommen bin. Aber irgendwann war der Duft dann natürlich auch relativ verflogen. Was bist du eigentlich für einer? Du bist einfach nur der Bad oben. Das ist natürlich auch geil, dass ich mir einfach nicht aufgeschrieben habe, was das für einer sein soll. Geil. Ich habe wirklich hier nur mit Edding draufgeschrieben, Bad oben. Keine Ahnung, was das ist.
Wisst ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich hätte jetzt vermutet, dass es irgendeiner aus dem DM von Profissimo oder so ist. Weiß ich nicht. Ich bin ja großartig. Und dann habe ich hier noch ein paar Schätze, zu denen ich ein bisschen was erzählen muss. Einmal habe ich hier von Dalton, nicht erzählen muss, erzählen möchte. Da ist ein bisschen, da steckt eine Geschichte dahinter. Dalton, das SOS Spot Concentrate. Naja, da wollte ich euch eigentlich nur zu sagen, dass es großartig ist, dass euch das Ding ewig und 3 Tage hält. Ungefähr ein Jahr hält es bei mir, weil ich es ja wirklich nur dann anwende, wenn dann auch wirklich diese Unterlagerungen kommen. Dann mache ich mir da wirklich nur einen Tropfen von drauf und gut ist. Und das gibt es jetzt in der neuen, viel, viel schöneren Verpackung und habe ich auch schon unten wieder stehen und in einem Jahr werde ich euch das wahrscheinlich als aufgebrauchtes Produkt zeigen können. Ne? Also ich mag auf jeden Fall die neue Pipette viel, viel lieber, weil das hier war nicht so leicht zu dosieren, weil ich finde, die war ein bisschen hackeliger. Ich finde das Produkt an sich aber sehr gut. Also das funktioniert einfach auch sehr gut bei mir, ohne dass ich da jetzt irgendwie groß irgendwelche heftigen Wirkstoffe machen muss. Und hier ist es vor allem ein Produkt, was man im Sommer auch sehr gut verwenden kann. Dann habe ich mir bei YesStyle diese Dinger geholt. Die waren mir ja sowieso schon mal ein bisschen zu klein, sodass sie halt immer auf Spannung waren. Und jetzt letztens ist mir das jetzt hier einfach gerissen. Das heißt, ich brauche es mir auch nicht nähen, weil wenn ich mir das nähe, ist es ja noch enger. Naja, ich habe jetzt ja auch schon durch die Lookfantastic Box auch ein bisschen Nachschub und so. Und ich finde diese Teile richtig geil. Was ist das überhaupt, Claudi? Nun, das sind Dinger, die man sich um die Handgelenke macht, wenn man sich abschminkt oder morgens pflegt, ne, und das Gesicht wäscht, damit man sich nicht einsaut, damit das ganze nasse Wasser nicht runterläuft. Und es ist eine Wohltat, muss ich wirklich sagen. Ich mochte das nie so gerne, dass wenn ich mir dann halt irgendwie mein Gesicht gewaschen habe, dass dann wirklich die ganze Suppe hier so runtergelaufen ist und dann gegebenenfalls meine Kleidung oder auch alles um mich drum herum aussah als, keine Ahnung, ne, wäre nicht nur ich dort gewesen, sondern als hätte noch ein weiteres Kind mit mir zusammengespielt. Ja, deswegen finde ich die Teile gut und werde mir da auch definitiv noch welche von holen. Ich habe, wie gesagt, ja noch einen von den Dingern da, weil da ist ja nur eine Seite gerissen. Dann hatte ich mir das sowieso im Doppelpack geholt und dann habe ich noch ein weiteres Paar. Eigentlich müsste das reichen, aber ich muss mal gucken. Ich finde die sehr empfehlenswert. Kann ich euch wirklich empfehlen. Dann habe ich hier von Lancaster den Golden Tan Maximizer. Da sollst du einen Monat lang länger von braun sein, wenn du das verwendest. Es war damals ja super häufig in Boxen mit dabei oder in Adventskalendern. Mittlerweile siehst du da nicht mehr so viel von, ne? Ich persönlich mag das auch gar nicht mehr so gerne, weil ich das irgendwie auch zu... Es krümelt. Es krümelt wie die Hölle. Wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das verwenden soll. Ich verwende es abends, okay, aber da müsste ich mir theoretisch, wenn ich morgens irgendwie noch irgendwas machen möchte an meinem Körper, die Stelle dann ja nochmal abwaschen. Also das ist super unangenehm mittlerweile für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einfach für mich so ein anderes Empfinden für entwickelt habe oder ob meine Haut sich verändert hat. Ich kann es nicht mehr verwenden. Also wenn ich das jetzt doch irgendwo mit drin habe, werde ich es definitiv nicht mehr behalten, weil mir das einfach zu sehr krümelt. Denissa Myrix habe ich aufgebraucht und zwar, ja, beziehungsweise der letzte Rest vom Schützenfest ist mir dann noch ein bisschen eingetrocknet. Das hatte ich nämlich, ja, hier ist noch ein bisschen was drin, wir sind mal ehrlich, ne? Genau. Aber das hatte ich auch mit auf der Frauenfahrt, auf dem Mädels-Trip und ja, das ist so ein Chrome Flake in der Farbe Firefly, großartiges Produkt. Wenn ihr Special Make-up mögt, wenn ihr Festival Make-up mögt, wenn ihr irgendwie mal was Extravagantes möchtet, ne? Das ist super teuer, aber es ist halt auch relativ ergiebig. Ich fand die Farbe extrem schön. Die kannst du halt auch zu vielen kombinieren. Und wir haben das ja auch zu vielen verschiedenen Anlässen auch immer wieder verwendet. Ne? Also für mich war das halt echt ein Produkt oder sind generell diese Chrome Flakes etwas, was ich auch in regelmäßiger Anwendung habe. Wenn ihr sowas aber nur mal eben für irgendeinen Look haben möchtet, ist das nicht unbedingt eine Empfehlung, weil das dafür einfach zu teuer ist. Ne? Aber an und für sich, für ausgefallene Geschichten, kann man sich das definitiv angucken. Vielleicht ist ja bei euch irgendwie eine Karnevalista oder so mit dabei oder jemand, die super viele Halloween-Looks oder sowas schminkt. Da wird sowas richtig gut kommen, weil ich persönlich finde, die lassen sich toll verarbeiten und die sind auch richtig, richtig haltbar. Ich erinnere mich noch an unsere Paradiesvogel-Looks, die wir geschminkt haben und wie extrem gut das Make-up gehalten hat. Dank Suva Liner Paletten, ne? Und halt diesen Chrome Flakes, das war einfach unglaublich. Also es bringt alles nochmal auf eine andere Ebene. Und hierzu muss ich euch auch noch ein paar Sachen sagen. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, viele von euch hatten das auch in Boxen drin. Das gab es ja in verschiedenen Boxen. Von Anastasia Beverly Hills ist es nämlich dieses Augenbrauen-Gedönsen. Wie heißt du? Brow Genius, glaube ich? Weiß ich nicht. So,
halt, ne? Ich hatte das in Anwendung und habe dann irgendwie nach wirklich kurzer Zeit gedacht, Alto Belli, da kommt ja nichts mehr raus. Und habe dann diesen Stopper entfernt und konnte das noch locker einen Monat verwenden. Und habe mir das dann auch immer so jeden zweiten Abend auf die Augenbrauen aufgetragen. Und an den anderen, ne, an den anderen zweiten Tagen habe ich dann mein Augenbrauen-Serum verwendet. Also das ist zur Pflege da, das andere war dann halt, also das hier ist zur Haarpflege quasi da, ne? Und das andere ist zum Wachstumsfördern gewesen. Und das in Kombination war der Hammer. Wirklich geil. Ist jetzt halt bei mir leer gegangen, weil ich halt auch den Stopper entfernt habe. Entfernt eure Stopper bei solchen Sachen, wenn ihr da lange was von haben wollt. Denn an Augenbrauen, hier steht übrigens noch mein Groß drauf, super Claudi. Wenn ihr an Augenbrauen sowas verwendet, muss das auch nicht so sein, dass man nach 2 Monaten sagt, okay, ich wechsle das Produkt, das mache ich halt an meinen Wimpern, ne? Und am Wimpernkranz halt, aber halt an meinen Augenbrauen noch nicht. Nö. So, das waren jetzt meine aufgebrauchten Produkte. Leute, ne, das ist schon wieder ein bisschen was gewesen. Und ich werde mich jetzt noch weiter fleißig ans Weitertesten und Ausprobieren machen, damit ihr dann auch im nächsten Monat ganz viele spannende Reviews und Empfehlungen und Entfehlungen bekommt. Ich hoffe, dass ich euch hiermit irgendwie weiterhelfen konnte. Schaut in der Infobox gerne mal vorbei. Da habe ich euch super, super viele Infos noch reingesetzt. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich in diesem Video sogar noch mal eine kleine Verlosung. Jetzt am Ende, so ganz secretmäßig. Ich schreibe es nicht mal in die Beschreibung rein, sondern nur für diejenigen, die es bis hierhin gucken. Also klar, in der Infobox stehen die Teilnahmebedingungen, das ist uns allen bewusst. Aber für die harten Kernleute ist diese Verlosung. Ich mache so ein schönes, selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, dass da jemand sich auch richtig drüber freuen kann. Nee, ich mache es noch krasser, Leute. Ich verlose einen Adventskalender. Ne? Ich bin nämlich schon fleißig dabei, welche zu packen, welche auszupacken und dann befülle ich euch einen schönen Adventskalender und der wird in diesem Video an einen von euch verlost und Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox und am besten ist es so, dass du deinen Kommentar in Reimform schreibst, denn das ist die Teilnahmebedingung für dieses Gewinnspiel. Abgefahren! Oder? Ist mir gerade so eingefallen. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Ja, dann habe ich nämlich auch ein bisschen was Lustiges zu lesen und ihr habt auch eine lustige Aufgabe und könnt was richtig Cooles gewinnen. Und ja, es ist Juli, es ist Adventskalenderzeit. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.